Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal einen Gebrauchtwagenpreis für dieses wunderschöne Kfz rausfinden. Und zwar für meinen E91 325D mit mittlerweile schon über 200.000 Kilometern. Von Anfang an, um das klarzustellen, ich werde jetzt hier nicht wie andere YouTuber reingehen und sagen, oh, die bieten mir so wenig für mein Auto. Ist logisch, dass ein Auto mit so viel Kilometern nicht mehr an einen Kunden verkauft werden kann, also an den Privatkunden, also B2C quasi, weil natürlich wegen den Kilometern kann man keine Gewährleistung mehr auf das Fahrzeug geben. Da kann einfach zu viel passieren, Motorschaden, was weiß ich. Logisch, das heißt, diese Autos gehen B2B weg, also Business to Business. Quasi, was ist da der Vorteil für den Händler? Der kann das Ganze ohne Gewährleistung verkaufen. Das ist dann meistens ein Exporthändler, also die Autos werden dann exportiert, gehen in ein anderes Land und werden dann dort weitergefahren und kriegen dort ihr zweites Leben, mehr oder weniger. Meiner hat ja schon, kriegt ja dann dort sein drittes Leben, weil es ein Italien-Import ist. Also braucht man da jetzt nicht so viel erwarten. Man braucht jetzt nicht von diesem Marktwert ausgehen. Wäre, denke ich mal, deutlich unrealistisch. Aber ich glaube, es ist wirklich mal interessant, rauszufinden, was man für so ein Auto noch bekommt von einem Händler. Ja, ich glaube, es ist logisch, dass man so ein Auto privat verkaufen sollte. Da kriegt man deutlich mehr. Wir werden heute rausfinden, wie viel man wirklich mehr bekommt. Ich habe schon mal meine ganzen Daten eingegeben und die erste Schätzung jetzt kam jetzt raus von, ich glaube, warte, ich gucke nochmal nach, aber die erste Schätzung war jetzt, Alter Junge, mein Wascheimer, der darf nicht so rummogen jetzt hier, das kann er nicht bringen, die Aktion. Die erste Schätzung war jetzt 6.300 Euro, was ich erstaunlich viel fand, muss ich sagen. Ich würde sagen, was ist der Wert? Vielleicht so 8, also mindestens 8, 8,5, 9, so. Die sind halt relativ wertstabil, auch mit den Kilometern. Damit wieder irgendwie ein scheiß Kommentar kommt. In Italien Import ist nicht so viel wert, Mutti. Ob zu Eulenkunde. Ja, frech schon in der Nähe. Also kann man schon realistisch davon ausgehen, dass die Bude schon 8, 8,5, 9 wert ist. Kommt doch immer ein bisschen auf den Markt an und ob gerade jemand Bock hat darauf, auf das Auto. Wäre auch cool, wenn einfach die Cam mein Gesicht fokussiert und nicht mein Auto. Bis hierhin war ich jetzt sehr, wie soll ich sagen, dachte okay, 6 Scheine für als Händler, dachte ich wirklich, ein sehr, sehr guter Preis und das wäre auch ein fairer Preis, weil man muss überlegen, okay, ich könnte ihn jetzt für 9 inserieren, für 8,5 guckt sich jemand den an oder sag mal, für 8 nimmt den Inner dann mit. Du hast den Stress, du hast die Anfragen, du hast die Macherei, wenn du deine Telefonnummer angibst, dann rufen dich, wie sich die 10 Leute an und fragen, was letzte Preis. Hast den Stress nie, ich meine, klar, du verlierst halt 1.700 Euro oder sagen wir mal 2.000 Euro, aber du hast halt kein Problem. Fand ich eigentlich einen, ja okay, ein guter Deal ist es jetzt vielleicht nie, aber ist okay, sag ich mal. Und dann kriege ich das erste Händlerangebot, Freunde. Und da dachte ich mir so, scheiß auf euch, sage ich ehrlich, bin ich ganz ehrlich. Und das finde ich auch kritisch, bin ich ehrlich, finde ich wirklich kritisch. Das erste Händlerangebot war, also wir sind, ich glaube, das zeigt es mir jetzt nicht mehr an, weil das schon zu lange her ist. Wir sind eingestiegen bei, ich glaube, so 4.000 Euro. Und da dachte ich mir so, Freunde, das ist schon echt frech und das ist echt dreist und wirklich 4.000 Euro ist das Auto bei weitem nicht wert. Vielleicht mit einem Motorschaden kriegst du wahrscheinlich noch mehr für das Auto. Deswegen fand ich das ein bisschen kritisch und habe dieses Projekt bzw. dieses Video ein bisschen aus den Augen verloren, wenn ich ehrlich bin. Und dachte mir so, ja komm, geht mir, komm, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd und ja, wollte ich jetzt nicht so diesen Disrespect an der Stelle raushauen und diese negative Energie. Und dachte ich so, scheiß auf euch, scheiß auf, ja, jalla, reingeschissen. An der Stelle übrigens, falls ihr Interesse an einem übertrieben geilen E91-Duftbaum habt, wirklich das Topping für euren E91, erster Link in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt sogar muss jetzt sogar einen Shopify-Shop erstellen. Ja, ist nicht so professionell, aber darauf kommt es nicht an. Ist einfach so, okay, so als Plattform halt, weil mein eBay-Account gesperrt wurde. Gruß und Kuss an eBay auf jeden Fall, wieder für nichts. Dahingehend wurde auch natürlich der Affiliate-Account gesperrt, also danke eBay für wieder gar nichts, für einfach gar nichts. Kommen wir zum Wesentlichen wieder, kommen wir zum Punkt der Geschichte. Ich habe dann das so ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann kriege ich die nächste E-Mail. Genau, irgendwann kriege ich die nächste E-Mail und auf einmal werden aus 4.000 Euro 4.366 Euro. Und ich dachte mir, hä, okay, ihr habt mir eine Schätzung geschickt von meinem Fahrzeug, die war 6.300 Euro und ihr schickt mir dann den erstes Angebot für 4.000 Euro und jetzt schickt ihr mir nochmal ein Angebot für 4.000, also nochmal so ein Stückchen mehr so,
ja, also vielleicht kommt er ja für den Preis. Dann kam lange Zeit nichts mehr und dann kam eine E-Mail mit endgültiger Verkaufspreis. Und dieser endgültige Verkaufspreis war dann nochmal 500 Euro über dem anderen Verkaufspreis, war quasi, oder ist quasi 4.850 Euro. Genau, 500 Euro teurer. Es wirkt komisch, bin ich ehrlich, es wirkt schon ein bisschen so scammy, also für mich persönlich, ich dachte, das ist halt so eine, es ist schon eine seriöse Seite, deswegen sind die Preise auch so niedrig, lul. Aber es ist halt schon irgendwie komisch, wenn man eine Schätzung bekommt von 6.300 Euro, das erste Angebot von 4.000 Euro, dann ein Angebot von 4.3 und dann ein Angebot von 4.8. Da ich mir so, okay, what the fuck, dude? Und vor allem so dieses, ja, letzter Verkaufspreis, wo, da wartet man ja schon drauf. Also man geht schon so hinein, okay, das erste Angebot nimmt er eh nicht an. Und wir versuchen dann mit dem zweiten oder mit dem letzten, dritten Angebot dann irgendwie dort noch was rauszuholen. Oder versuchen dann schädlich den Preis zu erhöhen und so den Kunden irgendwie dann doch noch zu überreden. Also das erste Angebot dient quasi gar nicht dazu, ein realistisches Angebot zu erstellen, sondern eigentlich eher nur, um den Preis zu drücken. Ich würde sagen, wir fahren mal dorthin und wir fragen den Kollegen mal. Ich weiß nicht, ob ich filmen werde. Ich bin ehrlich da ein bisschen, weiß ich nicht. Ist auch nicht ganz so legal, selbst wenn man die Stimme plört oder sonst irgendwas. Kritisch vielleicht, mal gucken, was das für ein Kunde ist. Ich fahre dort jetzt morgen hin und dann werden wir mal sehen, was er dazu zu sagen hat mit den verschiedenen Preisen und was er zum Auto sagt. Das würde mich auch interessieren. Digga, muss der heute mit seinem Wix hier rumfliegen? Kann er das einfach nie morgen machen? Nee, geht nie. Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich war jetzt beim Händler gewesen. Digga, die Belichtung ist anders, Schmutz. Ich glaube, der hat relativ schnell gemerkt, dass ich kein Interesse daran habe, das Auto zu verkaufen. Ich glaube auch, das Interesse bei ihm war jetzt nicht allzu hoch, um ehrlich zu sein. Ja, er hat mich auf jeden Fall aufgeklärt über einige Dinge und einige Dinge, die ich schon wusste. Ich gehe mal hinter. Scheiß drauf. Kein Bock jetzt hier diese scheiß Flugkacke hier. Wegen den verschiedenen Angeboten, die ich bekommen habe, das liegt wohl daran, dass dieses Auto dann, du gibst deine Daten ein und machst noch ein paar Bilder mit rein und deine Schäden und was weiß ich nicht alles. Und dann wird das quasi in eine interne Datenbank gemacht. Also was heißt Schmidt, Alter, ich krieg keinen geraden Satz raus. Das wird quasi wie in so eine Auktion dort reingemacht und dort können die Händler mitbieten quasi und dann kriegst du am Ende immer diese Angebote dafür. Das erklärt die Preise. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, weil ich zum Beispiel als Kunde kriege ja davon gar nichts mit. Ich weiß nicht, okay, das steht gerade in einer internen Auktion dort und dort steht gerade mein Auto drin so. Das finde ich ein bisschen uncool. Aber ich meine, es dient ja im Endeffekt dazu, dass ihr oder der Kunde den maximalen Preis für das Auto kriegt. Von daher finde ich das auch wieder okay irgendwo. Was ich schon wusste, was er mir auch gesagt hat, ich meine, so ein Auto mit so vielen Kilometern verkauft man idealerweise privat. Ist ja eigentlich logisch. Ja, jetzt sage ich mal, durch das ganze Tuning, was hier gemacht wurde, also die Tieferlegung, M-Stoßstange, M-Lenkrad und so, das ist halt immer schwierig, das als Wert steigern zu verkaufen. Und er meint halt lieber, den Händler hat es halt lieber so, ein komplett Serienfahrzeug ist halt für ihn einfacher zu handeln. Solche Autos mit solchen Kilometerständen und getunte Autos sollte man vielleicht lieber privat verkaufen, da erzielt man deutlich mehr Ergebnis, also man kriegt deutlich mehr Geld dafür. Die Händler freuen sich auch nie über solche Autos, also es ist jetzt nie so, du verkaufst das Auto an den für 4.000 Euro oder 4.500 oder 4.8. Das ist jetzt nicht so, dass die sich freuen und die übelste Marge dran machen. Er hat gesagt, es ist eigentlich eher so, ja, nimmt man so mit quasi, aber muss jetzt auch nicht sein. Weil die Marge an so einem Auto ist halt auf jeden Fall geringer als wie an einem normalen Auto, was er an einen Privatmann verkauft. Also im Endeffekt profitiert nur der Gewerbetreibende im Ausland, der das Auto kauft. Das ist ja auch nicht das Ziel. Das Auto soll ja ein bisschen weiter rumcruisen. Deswegen ist eigentlich logisch. Also ich wollte das Auto ja nie verkaufen, von daher. Denke ich mal, ein cooler Test. Lustiges Video, interessantes Video, um mal zu gucken, okay, soll ich da vielleicht mein Auto verkaufen? Ja oder nein, ist es was für mich? Ich glaube, für die meisten ist es das nicht. Für Leute, die halt schnell ihr Auto loswerden wollen und vielleicht noch so 60.000, 70.000 Kilometer auf der Uhr haben, ist das vielleicht dann eine Möglichkeit, schnell sein Auto loszuwerden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und